Ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier beim Let's Play von 7 Days to Die. Und wir sind natürlich wieder vollzählig. Der Anubis, grüß dich. Moin Moin. Der Xar. Moin. Und die Danu. Eine verdurstende Danu, hi. Eine verdurstende Danu, aber allesamt fleißig. Wir sehen schon hier, es sind jetzt die letzten Meter sozusagen. Ich habe gleich die Lücke geschlossen mit den Spikes. Sehr gut. Ich glaube, so viel, wie ich gebaut habe, brauche ich dann gar nicht mehr. Aber wir werden wahrscheinlich Ersatz brauchen nach der Nacht. Insofern ist es nicht so schlimm. Und ja, dann habe ich noch Koppel. Mal die UI anmachen. Habe ich Wir hätten Koppel? Noch genug zum Bauen. Ich habe keinen Koppel mitgenommen, ich Trottel. Ich Koppeltrottel. Unbedingt noch einmal ins Haus. Koppeldrobbel. Kotteldrobbel. Ach, egal. So. Hinterlässt dieses Spiel Schädigungen? Nein. Nein. Bei uns doch nicht. Nee, natürlich nicht. Ich habe jetzt übrigens auch nochmal bitte 2 Metall in die Kiste gekriegt. Ja, ja, nee, dann haben wir ja ausgesorgt. Anubis, komm aus der Mine. Wir brauchen nie wieder. Ja, aber ich stelle mal ein paar Cobblestones her. Da oben ist noch Koppeldoppel. Aber ich nehme auch nochmal ein bisschen mit an Clay und Stone. Dann kann ich nebenbei nochmal ein bisschen gekoppelt machen. Ach, Stone habe ich ja eh noch. Brauche jetzt wieder mal 200 Frames. Kobble. Cobblestone Rocks, Maximum Craft. So, 2000. Wie gesagt, wir brauchen ja auch zum Reparieren. Insofern kann das durchaus jeder ein bisschen bauen. Das Zeug. Jo, ich habe auch gerade wieder ein bisschen Kobble am Laufen. Hm. Falls jemand Rasenmäher spielen will, Fiber haben wir auch nicht mehr lang. Mäh. Waren da nicht vorher noch 1000 oder so da? Ich verspüre da ja, so wenig was, Lust. Was glaubst du, wie viele Frames da in der Mauer stecken, die wir jetzt gebaut haben? Ein paar. So 2 oder 3, ja. Ah, Xar schaufelt schon, das ist sehr cool. Ja, ich bin ja gerade am Schaufeln. Kann ich schon als Verstärken gehen. Das finde ich gut, weil dann kann ich da anfangen. So. Es wird, ich hätte es nicht gedacht. Also wir sind jetzt bei Tag 21, 11 Uhr, die Nacht wird's. Das heißt, vermutlich in der nächsten Folge spätestens werden wir unsere Zombie-Horde haben. Ja. Die uns freudig erwartet. Nee, wir erwarten die freudig, oder nicht? Ja, das stimmt. Also sie könnten uns ruhig noch 1-2 Tage Zeit lassen. Ja, ach nö. Nee, ich will die jetzt endlich auch. Also ich brauch mal hier Action, hier die ganze Zeit nur bauen. Obwohl, also die Action in der Fabrik, die war mal wieder cool, muss ich sagen. Da hatte ich ja richtig Spaß gehabt auch wieder. Das war zwar zwischendrin ziemlich knapp. Aber genauso muss es sein. Genau so wünscht man sich ja eigentlich ein Zombie-Survival-Game, ne? Also, nicht so wie manche andere Titel. Wo du meinst die Zombie-Survival-Games ohne Zombies? Ja, oder schon mit Zombies, aber die sind dann mehr so, ja, wir laufen und eigentlich... auf Schanter. Ja, oder laufen hinter einem her wie ein treuer Hund. Ja? Naja, das ist auch gut, ja. Ne? Also, das... Huch, hier ist 3 breit. Soll ich das auch 3 breit machen, die Koppel? Jo, ich habe mich jetzt mal hier an der Seite gehalten. Von daher. Warum ist hier 3 breit? Weil da noch die zweite Wand fehlt. Wie die zweite Wand fehlt? Wir haben da nur eine Wand. Bin ich hier an der Innenreihe? Ja. Ah, fuck! Ich dachte, hinter der Wand wäre noch eine Reihe. Was? Ich sagte doch, ich hätte gern noch 1-2 Tage. Ups! Tempo! Ich sagte auch, wir haben die Hälfte der Wand. Tempo! Komm mal in Stress. Tempo! Raufelt! Oh, backert um euer Leben! So völlig tiefenentspannt, oh, wir haben's bei. Ja, ich war gerade im Finalmodus! Das gibt's auch gar nicht. Ich hatte doch gesagt, die halbe! Ja, aber das habe ich nicht ernst genommen. Ja, dann jetzt, ja, jetzt wo ich es hier sehe, ist es auch logisch, ja. Scheiße. Oh Mann. Scheiße. Ja, die Innenreihe brauchen wir 3 breit. Ja. Und ich buddel hier. Ja, hol noch mal ein bisschen Metall. Ich glaube, wir brauchen es. Koja, da vorne könntest du schon verlegen. Da sind sogar ein paar Frames noch im Boden. Ja, ich verlege hier schon. Also. Gut. Ist nur hier gerade ein bisschen schwierig mit dem Verlegen, weil wir so eine hohe Wand haben. Also so tief gebuddelt haben, vielmehr. Ja, ich bleib gleich noch ein bisschen weg. Da komme ich nicht dran zum Verstärken, deshalb muss ich die Reihe für Reihe bauen, mehr oder weniger.
Huch. Auch noch das Richtige bauen. Wo bin ich hier eigentlich? Sag mal, wo buddel ich hier eigentlich? Ach, am Arsch nach Bett. Okay. Was machst du? Er buddelt am Arsch der Kette, sagte, Karte, sagte der. Am Arsch der Karte. Da würde ich nicht buddeln, ganz ehrlich. Wir schauen jetzt lieber mal alle auf die Karte, wo der Arsch der Karte ist. Naja, eigentlich ist der Arsch der Karte unter der Erde, ne? Und schaufelt gerade. Der kommt besser. Was? Nix. Passt schon. So, voll haben alle gefunden. Weißt du, was wir gerade, wo wir schon beim Thema Arsch sind, weißt du, was ich noch hab? Ich hab noch eine Stange TNT. Ja. Oh. Aber ja, Arsch. So. Könntest du bitte vorher noch ein paar Kilometer wegbuddeln? Aber wirklich weg? Wie ist denn das, wenn man da unten TNT einsetzt? Keine Ahnung, ich bin gewillt, es gerade auszuprobieren. Achso, ich dachte, das hättet ihr schon mal ausprobiert, ob man dann die Ressourcen halt auch kriegt, die dadurch abgebaut werden. Die kriegst du. Aber nicht alle, oder? Schwer zu überprüfen, aber du kriegst schon einiges. Okay, das ist nett. So, ja, aber das Problem ist, es kann dir passieren, dass da von oben auch alles runterkommt, wenn du zu wenig weit unten bist. Das habe ich doch schon scheiße gebaut. Dann haben wir ein Loch in der Landschaft. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Oh, sowas. Mir gehen tatsächlich meine Frames aus. Ach so was? Konnte das passieren? Seufz. Hat keiner gesehen. Was denn? Wir sehen es in deinem Video. Moment, wobei das Ding kann bleiben wiederum. Jetzt hier, die Mauer würde ja jetzt, wenn ich das dann so sehe, so laufen. So, dieses eine freie, das habe ich einfach wieder mal ignoriert. So, das heißt also hier müssen wir... Nee, Quatsch, das ist doch auch schon falsch. Ach, das ist doch alles doof. Das geht ja richtig gut. Das muss doch noch weg. Trottel. Auch TNT. Noch mehr davon. Das muss ja alles rein. Ach du Gott. Ach du Gott, wir haben noch so viel zu bauen. Ja. Dumm, die dumm. Wir müssen noch eine Reihe hier dran bringen, oder? Da, wo meine Mauer endet, kommt die Mauer hin. Ach nee, du baust ja die Mauer nicht auf, du baust ja die Mauer nicht auf... Ich baue sie auf Erde, nicht auf Kobolds. Du baust sie auf Erde, okay, ja, nee, da müssen wir nichts hinbauen, aber da muss nochmal eine Reihe weg, glaube ich. Oder wir lassen es, weiß ich nicht, das musst du bewerten. Ich habe jetzt mir nur mal gelegt, damit ich mich zurechtfinde. Ja, mach nur. Aber wir müssen hier noch ein Stückchen Mauer austauschen, Koja. Weil hier an der Seite ist noch Erde. Ja, das meine ich, ne, da müssen wir noch wegmachen an die Erde da links, ne. Also hier, so würde jetzt die Innenmauer, die Außenmauer laufen. Ich habe es genau, mal skizziert und... Dann müssen wir noch ein bisschen Erde wegnehmen, ja. Ne, warte mal, Koja. Achso, hier auf der Seite. Hopp. Au! Eine Runde Koja schaufeln. Ne, das ja. Ach, das? Müssen wir das noch verstärken, ja? Also, da würde ich schon eine Mauer hinsetzen, ja. Koja wurde schon geschlagen von Schaufeln, das kennt er schon. Natürlich. Aber grab jetzt nicht alles weg, sondern mach nur so, keine Ahnung, 6 oder so weg und setz dann, Frames drunter, nicht, dass die Mauer einem fällt. Wäre gut, ja. Ich müsste dann ein klein wenig feiern und gleichzeitig heulen. Mir ist das gestern bei meinem Solospiel passiert. Ich glaube, da war es 8 am Abend. Ich denke mal, gut, jetzt unterbuddeln wir das, bauen wir schnell ein paar Frames rein. Ein Viertel meiner Mauer war weg. Ja, so schnell habe ich noch nicht wieder eine Mauer aufgebaut. Bauen wir schnell, hast du gesagt. Da ja, da war der Hund Pigram. Ja. Aber ich hab's geschafft, also. Das ist sehr löblich. Ich habe allerdings im Solo-Play auch einen Klohammer. Also das mit Sprengen geht richtig gut. Oh, wir haben gar nichts gehört. Weißt du mal, ich dachte... Du warst ja auch am Arsch der Karte. Ach so, er ist ja der Arsch der Karte. Ja. Ach, am Arsch. Ach, am Arsch hast du gemeint. Ah, ja. Ja, aber... Am Arsch ist er, wenn er ein Loch macht in die Karte. Hm. Bis oben geht. Komisch, ja. Xars Mine ist ja recht tief unter der Erde, von daher geht das. Ja, da war eine Schreierin. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch hier unten. Ich glaube, das wird hart jetzt gleich. Ich geh mal lieber ein bisschen raus und schau mal. Ich habe nämlich meine Waffe auch gerade gar nicht parat. Bringt hier Action mit? Ja. Oh ja, sie schreit. Ist ja so laut hier.
Ja, hier kommt ein bisschen was. Aua. Hat, es gibt was mit dem Hammer. Achso, ich habe keine Waffe, die hat ja die hätte ich hier reinfahren. Kannst du die wieder rausnehmen? Auch wenn ich dran denke. Noch eine Schreierin. Kann ja lustig werden. Wir könnten ein bisschen Hilfe brauchen. Ja, ich versuche mich mal hochzubauen. Ich bin auch gleich da. Weiß nicht, wie viel Schuss ich noch habe, wenn das noch gut geht hier. Oh, ich schieße da schon mit drauf. Ich habe 5 Schuss noch. 6 Schuss sind's noch. Alter, ich muss mal weg, glaube ich. Renn nicht zwischen die Mauern. Da gibt's keinen Ausgang noch. Nee, wenn, dann würde ich... Okay, das dürfte jetzt mal jetzt der Schuss gewesen sein. Ja, ich bin immer weg. Viel Spaß. Oh, hört sich schon ziemlich ruhig an. Ja, ich glaube, das waren sogar auch die letzten. Was, jetzt, wo ich endlich bei der Waffenkiste bin? Ja, du siehst du mal, wie lahm du bist. Schaust du dir mal die Mauer an und sagst das dann noch einmal? Ja, Mauer bauen kannst du, aber schießen nicht. Nein, alles gut. Lieber, das ja kommt seit dem nächsten neuen Spiel, wo man dich abballern kann? Mich? Nein, da sollten wir tunlichst zusammenarbeiten. So. Ich weiß nicht, das klingt gerade voll interessant. Und irgendwas wollte ich jetzt gerade... Achso, Munition wollte ich eigentlich gerade. Ne? Haben wir noch Clay und Stein? Oh. Es sollte beides noch ein bisschen da sein, aber nicht mehr allzu viel. Rennen damit. So. Gut. Mauer. Da möchtest du noch ein bisschen Klee besorgen. Ey, da ist das nur die Innenmauer. Ich werde narrisch. Kann ich machen. Unglaublich. Wir schaffen das, Jungs und Mädels. Wir schaffen das. Los. Tempo. Ja, was denn? Wir bauen doch hier alle. Ja, ich weiß. Wir schaffen es nicht. Das Wichtigste ist, dass wir so gut wie 3 Mauern mal fertig haben. Mir reicht jetzt, dass wir 3 Mauern fertig haben. Wenn wir Pech haben, kommen es natürlich genau an der 4. In Höhe 3 meinst du? Achso, 3 Mauerseiten, ja natürlich. 3 Mauerseiten. Aber das heißt, dann bauen wir hier noch. Wenn du hier die Spikes weiter baust. Ja, ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeug. Das ist mein Problem. Ich brauche Ressourcen gleich. Ich habe noch 39 Spikes. Ja, das ist gut, aber ich brauche hauptsächlich Eisen wahrscheinlich gleich. Das ist quasi sekündlich leer. Sollten wir keine haben, kein Eisen, dann bau normale Spikes und bau dort mehr hin. Normale Spikes? Nicht die Holz, die dicken Dinger auch? Die lohnen dann nicht, wenn wir es nicht aufwerten können. Ach so, okay. Ja, die sind dann ruckizucki weg. Dafür sind es zu teuer. Ah, genau, okay. Da lohnt sich der Aufwand nicht, was die Ressourcen angeht. So geschummelt habe ich doch schon bei der letzten Horde. Dort, wo wir nichts anderes gehabt haben, haben wir doch einfach mehr von den Spikes. Dann hauen wir die kleinen Spikes da in ein riesiges Feld davor, dann ist ja auch Ruhe. Ja, Ruhe nicht, aber wir haben zumindest eine Chance. So. Wie viel Eisen hast denn du jetzt so am Start, Anubis? Hier unten liegen jetzt 4629 Eisen. Na, damit komme ich auch noch. Okay, das schaut gut aus. Da komme ich auch noch ein bisschen weit. Zumindest die Innenreihe kriegt man damit. Und hau da ein paar Spikes oder ähnliches in der Workbench rein in die Crafting-Kühe. Hier, das mit der Wand kriegen wir echt nicht hin. Vielleicht kann einer von euch schon die normalen Spikes legen. Quasi in meinen Rücken, wo ich gerade bin. Was möchtest du aus der Workbench haben, Danu? Wo meinst du, Kuya? Ja, wir haben hier ja keine zweite Wand. Ja. Ne, das da oben, da hier ist doch dieser riesen Abhang, wo ich gerade bin. Dass quasi das ganze, quasi hier das ganze Feld, wo die Fackeln stehen, alles voll mit Spikes ist, dann können die da auch nicht kommen von der Seite. Nicht großartig zumindest. So, und dann brauche ich jetzt... Spike-Reihe hier ist durch. Spike-Reihe hier ist... Oh Gott, hier sind ja auch keine Außenreihen. Hier, die mache ich noch, die Außenreihe. Dann brauchen wir Cobblestone Frames. Mach du mal die genau hier. Aber du kannst das zuerst dort setzen, wo schon Frames drauf sind. Ja, ich muss auch erstmal wieder welche herstellen. Das kommt noch dazu. Okay, ich mach das immer mit laufendem Band.
Ja, da bin ich noch so zu unkoordiniert für. Das ist ein bisschen scheiße. Ja. Wie viel braucht man da ungefähr? Oh, oh. 60? 100, 150. Was, so was viel? Habt ihr denn mit den ganzen Steinen gemacht, die hier waren? 100. In das? Verbaut? Ich hab viel Stein im Inventar. Nö, hatte viel Stein im Inventar. Ich hab zu. Gut, ich zu muss Rocks Steine holen. Sonst. Ja, wir haben das zu Cobblestone gemacht. Also ich habe noch 1000 Steine. Ja. Wenn du jetzt ganz dringend brauchst, dann... Nee, aber ich brauche demnächst welche. Verarbeite die ruhig. Also gerade brauche ich sie nicht. Ich lege sie einfach mal rein. Ja, leg mal rein, weil ich muss sie demnächst verwenden. So, dafür brauche ich Holz. Das ist gerade viel wichtiger. Okay. Das wird putzig noch. So kann man es auch sagen. Eieieiei, ein Wettlauf gegen die Zeit, ein echter. So ja, mag ich gesagt, das. Das ist doch alles so chillig. Ja, Und das ist die Innenmauer. Ich fand die Erkenntnis so gut. Er wusste nicht, was er tat. Man hat es förmlich so tick-tack, tick-tack. Ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, wovon redet er, aber okay. Wie kann der nur so entspannt sein? Oh, das ist Stein. Das bin ich ja selber auch, was soll's. Je mehr wir fertig haben, umso besser. Ja. Aber es ist jetzt keine Tragödie. Wir haben halt mehr zum Tun und notfalls müssen wir es auf die Wand in Sicherheit retten. Wie gesagt, drei Wände sind jetzt so gut wie fertig. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, schon. Wir müssen halt gucken, wir haben ja auch ganz viele Schuss, also sollte tatsächlich auf der einen Seite mal was durchbrechen, dann kommen die ja erstmal alle durch einen ziemlich engen Eingang. Ich denke mal, da kriegen wir sie auch ganz gut abgefangen mit den Waffen, die wir jetzt haben. Und wie gesagt, wir können ja auf der Mauer hin und her rennen und sie durch die Spikes durchlocken. Ja. Man darf halt nur nicht ewig an einer Stelle stehen, weil dann versuchen sie dort gegen die Mauer zu kommen. Das ist aber richtig. Man kann sich so schön durch die Spikes ziehen. Das stimmt, ja, so wie wir es mit den Bären und so ja auch gemacht haben. Genau. So. Mama ist auch gleich fertig da. So, mal das. Hier vorne muss ich glaube noch was korrigieren. Ja, ihr dürft euch das nächste Mal hauen, weil ich jemals wieder so eine Mauer baue. Ja, es ist schon fast ein bisschen übertrieben von der Höhe, aber andererseits, wir mussten halt hier die Dings... Ja, ich wollte es ausgleichen, das war mein Problem. Da habe ich das Falsche als Standard genommen. Ich hätte eine etwas niedrigere Höhe nehmen sollen. Hm. Aber dann hätte ich wahrscheinlich zu viel abbuddeln müssen am Anfang. Ja, im Grunde genommen ist die Höhe ja überflüssig, ne? Also in der Höhe kommt eh nichts. Wahrscheinlich wärst du sogar damit die Bienen ab und die kommen nicht drüber. Nein, doch, die kommen drüber. Ja, ich weiß, aber das wär's. Aber das Problem ist halt, wenn wir da runterfliegen, haben wir genauso einen Beinbruch. Also von der Mauer darfst du nicht runterfliegen. Nee, das stimmt. Aber sowas machen wir ja nicht. Keiner von uns. Nein, jemals. Wir fallen noch niemals von der Mauer runter. Hallo. Bitte bringt sie dann wenigstens 5 Nummern von den letzten Folgen, wo jemand von dieser Mauer runtergeflogen ist und sich... Nein, oder wo sich jemand ein Bein gebrochen hat. Dürfte ganz leicht sein. Einfach die letzten 5 Folgen. Nein, also letzte Folge gab es keinen Beinbruch. Nee, das stimmt. Das hat keiner gesagt. Nee, die letzten in der ganzen Aufnahmesession jetzt hier noch gar nicht. Das ist, ja, weil alle so konzentriert am Arbeiten sind. Ich bin nur von Steinen erschlagen worden. Das war allerdings Premiere. Ja, stimmt. Sonst bist du von Bäumen erschlagen. Genau, richtig. Ja. Hat die Natur, mein Zeit? Größter Feind. Nee, ich gerade nicht. Gut. Ja. Gitter legen oben, zwischen der Mauer da. Ja, kann ich gleich machen. Wenn die fertig sind. Laufe ich ja noch kurz den restlichen Lehm weg. Ja, klar. Weil ich leg dann unten die Spikes, wenn sich der... Hat der meine Spikes produziert? Ja, hat er. Gut. 17 Uhr. Noch 5 Stunden. Viel Zeit. Ganz locker geht sich das aus. Das ist eine ganz kleine Nummer. Ey, wir sind ja auch fertig quasi. Mit den Nerven? Das war's. Weiß ich auch nicht. Irgendwas war fertig. Als ich die Folge angefangen habe, war noch irgendwas fertig. Mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ja, du. Das ist immer. Das ist ja immer noch. Das ist ideal Standard bei ihm. Voll der fertige Typ. So. Also, dann fangen wir mal da an. Was habe ich? Da an. Ich entferne dein Mauerprovisorium, weil ich dort jetzt auch Spikes hinlege. Kannst du tun, das war für mich nur zur Orientierung.
Ja, ich möchte nur da dicht machen. Die Spikes kosten nicht viel, da ist mal wurscht, wenn wir die nachher wieder abreißen, weißt? Die anderen kosten jedes Mal 30 Holz. Ja, das wäre schon ein bisschen blöder, ja. Wir müssen ihn hier bauen, von da am besten. Soll ich noch ein paar Minen bauen? Nein. Das ist nicht wahr. Nö, ich finde die Minen lohnen sich nicht wirklich. Da hast du nur dauernd Probleme, dass du Löcher hast, eben. Also ich habe keine Lust, dann dauernd die Löcher von irgendwelchen Minen zu stopfen. Wobei die noch nicht mal so stark sind, dass sie wirklich Löcher machen. Wenn, dann machen die nur ein Einzelloch. Okay. Echt? Also ich habe im Singleplayer mal welche gemacht. Wir haben aber so gut wie kaum den Zombie umgehauen. Okay. Also selbst die normalen nicht. Viel hilft viel. Mal schauen. Ui, hier ist es wirklich ganz schön leer geworden. Was ist leer geworden? Na, die Steinkiste. Ja, wir. Naja, schaut er dafür die Mauer an. Ja, die ist dafür voll geworden. Ein bisschen zumindest. Ist dafür ziemlich gewachsen jetzt. Also, wenn ich mal überlege, wirklich, wie lange ich alleine brauche, ist das Hammer, was wir jetzt geschafft haben. Hätte ich mal nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ja, ne? Sind ja auch sehr koordiniert. Und ihr wisst, was ihr tut. Schreierin. Aber ich weiß nicht, auf welcher Seite. Ich wollte gerade sagen, hier war irgendwie eine Schreierin. Müsste bei mir sein. Außerdem sind wir ja inzwischen die Vollprofis. Wir kriegen das ja hin. Über die Mauer kommt gerade eine, über unsere Brücke. Vielleicht kommen. Hab sie schon tot. Hä? Jetzt aber. Einen sehr kleinen Kopf. Ich dachte, ich treffe sie. Das waren nur die Haare. Hast ja einen gesucht. Scheitel gezogen mit Shotgun. Hast du jetzt noch Metallkoja? Ja, ich habe gerade geholt vom Anubis. Okay, dann Vorrat warte, da leer gemacht. Ich leg dir da ein paar Spikes hin. Ich habe Spikes, 73, das reicht. Okay. Hilft dir trotzdem. Ja, dann mache ich die rechte Reihe, du die linke. Halt, Moment, kannst du da laufen und die verstärken? Ja. Okay. Nein, ich kann es nicht verstärken, ich habe keine. Aber da kann man laufen, okay, das darum geht's mir. Du brauchst nur ein bisschen gegen die Wand laufen, dann passiert da definitiv nichts. Okay, weil. Also, gegen die Wand nicht, laufen ist er da drauf. Nicht nur geradeaus, Ach, sondern ich drücke immer gleichzeitig ein Stück rechts. Hast du jetzt zugehört, Koja, oder hörst ja, du? Ja, ich habe zugehört. Ich laufe dann lass gegen die mich Wand. Mal raus da. Das ist ein bisschen schwieriger. So. Nee, raushupfen. So. Moment, ich mache hier mal so einen kleinen Einstieg. Ja, ist okay. So. Dann brauche ich noch ein paar Spikes. So. Ja. Da. Hammer. Aber die kosten gerade mal 4 Holz. Wie das Spike. Ja, die kleinen Spikes, die sind eigentlich sehr effektiv, muss man sagen. Also. Aber halt ich, doch sehr schnell weg. Ich denke auch so gegen Ende, gerade wenn ich mir vorstelle, dass ich da so einen Polizisten-Zombie drin zerlegt, denke dann ist ganz schnell eine Geschichte. Da sind die ganz schnell weg. So. Kann man ja fast Musik mitmachen. Irgendwie klingen die einen mal höher und mal tiefer. Das ist immer noch zum Fackelschutzverein. Industrial. Was? Ich habe eine Fackel gerettet. Okay. Das ist richtig. Das ist sehr wichtig. Mehr, es hat ja auch schon der Vorsitzende der World Wild Fackel Fund ne, hat ja schon vorgesprochen in unseren Kommentaren. Ja, also lieber Herr Baron, wir geloben Besserung und werden uns ganz dem Fackelschutz widmen. Das ist auch eigentlich der Grund, weshalb wir diese Festungen hier errichten. Wir wollen einfach die letzten überlebenden Fackeln sichern vor dem Zugriff der Zombies. Oh ja. Wie schafft man es so viel?
Wie schafft man es eigentlich, so viel Blödsinn auf einmal von sich zu geben, sag mal? Was meinst du, was habe ich Let's Player geworden? Ja, das ist dann auch artgerechte Fackelhaltung. Ja, natürlich, also sowieso, ja. Wir haben noch über 50 Fackeln, die auf Freilassung warten. Gott, ich bin noch in der Kiste gebunkert. Und kaum sind sie wieder in Freiheit und in Sicherheit vor allen Dingen, dann brennen sie auch richtig. Die sind in einer dunklen Kiste eingesperrt, oha. Ja. Sie brennen für uns. Na, hoffentlich noch nicht. Sie brennen für das Projekt. Das Haus ab. Ach so, ja. Ja, bei dir brennt es auch so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Es lodert. Wir haben übrigens noch 2,5 Stunden. Claude and the Flute. Unser Edmund Stoiber war doch immer so ein Versprecher von ihm, oder? Claude and the Flute. Edmund war immer gut. Eddie. Boah, ich fand ihn cool. Ja, irgendwie schon, aber andererseits so als Repräsentant von einem Land ist es dann natürlich auch wieder grenzwertig. Ja, meinst du, warum es nicht geworden ist, aber nichtsdestotrotz. Ja gut, sein Land hat er, also Land. Ne? Naja, ja, was man so Land nennt, Bund. Nicht? Ja, also, ist ein schönes Land, Bayern. Also schön ist es wirklich. Mhm. Bin da sehr gerne und sehr häufig. Sehr, sehr häufig. Gibt viele Fossilien da. So, was kann ich gegen dich tun, Danu? Was wollen wir noch machen? Noch mehr Spikes? Gegen mich? Nee, ich meine, nee, also... Ich würde da jetzt dann schon langsam auch aufhören. Echt? Nicht 4 Reihen? Dort unten liegen noch jeweils 1, 2, 3 Reihen. Aber sag mal, Koja, sind die Bayern schon so alt, dass man sie schon als Fossilien betrachten kann? Was wir bräuchten, wären da außen noch diese Gitter. Auf der Mauer oben, oder was? Ja, da so wie, wenn du auf der Brücke bist, so wie links hier. Habt ihr noch welche? Nein. Ich muss jetzt schauen, ob in der Forge noch welche sind. Nö, ich hab gerade wieder angeschmissen. Mann, das ist gefährlich, pass doch auf! Du hast schon Schutzgitter links und rechts, ja? Jetzt nein, du hast vor mir die Axt runtergehauen. Das ging genau vor meiner Nase. Diesmal hast du komm mir her, Seiten komm gezogen. Her, komm her, komm her! Komm her, Koja, jetzt kann ich noch mal. Das gibt's ja wohl nicht. Heite durch den Helm gezogen. Ah ja, durch den Helm durch, aber sowas von. So, ach ja. Ich mache mal so eine letzte Kontrolle. Clay haben wir in der Tat genug. Kohle, wo kommt die rein? Da brauchen wir auch der Holzkiste, auf der Waffenkiste. Ihr solltet schon langsam schauen, dass alle Waffen haben, dass alle Munition haben. Kohle habe ich in Massen. Ich schaue jetzt auch gerade. Eisen tue ich wieder zurücklegen. Jeder sollte Cobblestone haben und irgendwas zum Reparieren der Mauer. Also ich habe 2600 Cobblestone, ich denke mal, das reicht. Ich habe nur noch 800. Du kannst noch bauen, denke ich mal, oder? Haben wir keinen Stein mehr, sonst gebe ich ab. Scheiß drauf, komm jetzt zurück. Das kann weg. Mit Stein schaut schlecht aus, aber ich nehme mal noch 1000. Das tun wir reinlegen. Ihr bedient euch hoffentlich nicht an meiner Kiste über dem Zementmischer, oder? Nein. Nee, gar nicht. Aber wie gesagt, jeder sollte was zum Reparieren dabei haben. Die Äxte und so weiter, das legen wir jetzt mal alles weg. Ich leg das jetzt mal im Müll, was ich gerade nicht brauche. So, ein paar Fackeln habe ich noch dabei. Oh, da ist noch Nitrat. Oh Mann. Ich habe gut 1000 Frames. Nein, was heißt 1000? Ich habe gut 1500 Frames in der Aufnahmesession gebaut, ja? Weißt du, wie viel ich noch habe? Hm? 9. Ja, hin. Ja, das sind ein paar. Dafür habe ich noch 1000 Fiber. Oh Mann. Du hast 1000 Fiber, das ist cool. Zack, zack, drin. Ich habe mich Fiber-Bestand ziemlich radikal weggemacht. Ein bisschen rumgemäht. Das kann weg, das cool. Kann rein. So, Rounds haben wir, Pfeile haben wir. Haben wir eigentlich noch frische Bögen oder? Frische? Nein. Keine Ahnung. P443, okay. Pfeile hast du wohin dann? Na, Munitionskiste. Ja. So, nochmal alles auffüllen, ganze Futter und so. Und es ist jetzt echt fies, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh ja. Es ist jetzt echt fies, aber es ist halt genau passend. Ne? Also, nächste Folge gibt's Action, das ist schon mal gebucht. Hoffentlich.
Wir haben ordentlich uns vorbereitet, so gut es eben ging in der Kürze der Zeit. Wir sind extrem gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, drückt uns die Daumen. Bis dann. Ciao. Tschüss.